Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso. Es ist der 15. Dezember. Der Monat wird heute Abend halb durch sein. Die Weihnachtszeit, die ruhige Zeit im Jahr beginnt, aber an der Börse sehen wir eine erhöhte Volatilität aufgrund der vielen Termine, die noch anstehen. Wir haben die amerikanische Notenbank-Sitzung jetzt direkt vor der Nase. Heute Abend um 20 Uhr wird der Zinsentscheid, das Kommuniqué veröffentlicht. Danach wird es eine Pressekonferenz geben mit dem Chairman Jerome Powell, der das erläutern wird, wie es weitergehen soll. Vor allem nicht mit Leitzinsanhebungen. Da wird eine Gleichbehaltung zwischen 0 und 0,25% erwartet, aber es geht um das Stichwort Turbo Taper. Also soll angesichts des Inflationsdrucks die Drosselung der Anleihekäufe von aktuell 15 Milliarden US-Dollar pro Monat erhöht werden auf eine höhere Zahl an Drosselung. Sollte sie mit 15 Milliarden pro Monat die Anleihekäufe drosseln, dann würden die Anleihekäufe komplett beendet im Juni 2022. Es kann aber sein, dass angesichts des hohen Inflationsdrucks die Anleihekäufe jetzt ab sofort mit 30 Milliarden oder 25 Milliarden pro Monat gedrosselt werden. Bei ersterem wäre dann März, bei zweiterem dann April Schluss mit den Anleihekäufen. Es kann sein, dass die amerikanische Notenbank Omikron, die Mutation des Coronavirus, erwähnen wird, aber es ist wahrscheinlich, dass es bei einer Erwähnung bleibt und dass Omikron nicht dazu führt, dass es zu einer Anpassung des geldpolitischen Pfades kommen wird. Eine große Veränderung, die heute Abend vermutlich auch anstehen wird, ist, dass das Wort transitory, also vorübergehend, im Kontext von Inflation gestrichen werden wird. Jerome Powell deutete bereits in Reden an, dass es Zeit sei, einzusehen, dass der Inflationsdruck nicht vorübergehend sein wird, sondern dauerhafter, als vielleicht man das ursprünglich sich erhofft hat. Also die Fed dreht in einen Kurs ein. Das ist die Erwartung für heute Abend, der ein stärkeres Augenmerk richten wird auf das Thema Bekämpfung der Inflation. Und das ist etwas, was dazu führen könnte, dass die Gewinnmargen, die Gewinne der Unternehmen 2022 trotz steigender Umsätze, trotz eines Rückstaus bei der Erledigung, Abarbeitung des Auftragseinganges zurückgehen werden. Und die Aktienmärkte sind am Ende Taxometer für die Entwicklung der Gewinne. Und sollten die jetzt aufgrund der Inflation nicht mehr so gut und stark wachsen wie in diesem Jahr, kann das dazu führen, dass die Bewertungsmultiplen am Aktienmarkt, also dass wir Anleger wirklich bereit sind, an Bewertungen mitzutragen, zurückgehen, unabhängig von der fundamentalen Situation der einzelnen Unternehmen. Also eine gesamte Korrektur des Marktes, das Risiko dafür wächst. Und wir sehen hier im Stundenkerzenchart des Germany 40 ein 1-2-3 Top, das der rote Kreis signalisiert, das bestätigt wurde. Und jetzt haben wir gestern ein tieferes Tief gesehen. Und bestätigen jetzt doppelt, das sieht man hier auf der rechten Seite, die EMA 20, also die 20-Stunden-Linie. Ich zoome hier mal rein, wir haben sie in der 1-Uhr-Kerze und in der 7-Uhr-Kerze, die EMA 20 bärisch bestätigt. Die EMA 20 läuft unter der SMA 50 und unter der EMA 200. Und wenn wir uns dann orientieren an den Fibonacci-Extensionen aus dem Top, dann stellt die 15.525 einen Widerstand nach oben dar. 15.888, 6.05 und 6.18 wären dann ja weitere Widerstände, sollte es zu einem Ausbruch nach oben kommen. Ansonsten gilt jetzt ein Augenmerk zu richten auf die Zone 15.375 bis 15.229, die jeweilige 4.23er und 5.81er Fibonacci-Extension. Ich wünsche allen ein gutes Gelingen am heutigen Handelstag.